Ich bin Manuela Starkmann, ich bin Guide und ich führe die Menschen zu ihrer Klarheit. Wie du weißt, habe ich ja mein E-Book veröffentlicht und die Feedbacks, die ich darüber bekomme, sind wirklich richtig schön. Freut mich total, habe jetzt länger wieder einen Text auch bekommen, so von wegen sollte Pflichtlektüre für jeden Unternehmer sein. Ich bekomme aber auch ganz viele Feedbacks, dass die Tipps, die Erfolgstipps für jeden Menschen passend sind. Und genau die beiden Feedbacks zeigen ja die Range, was möglich ist und was die Menschen in den Erfolgstipps wahrnehmen. Und genau deshalb hat mich das auch für den 190. Erfolgstipp inspiriert. Und diesmal dachte ich mir, da mache ich nicht nur einen Erfolgstipp drüber, der jetzt erstmal nur auf der Homepage erscheint, bis ich dann das nächste E-Book veröffentliche, sondern da mache ich doch auch mal gleich einen Clip zu. Denn ich fand die Idee so spannend, so schön das ist, dass das eine Pflichtlektüre für jeden Unternehmer sein sollte, den Gedanken sehr spannend, dass dieses Buch die Tipps eher für Unternehmer sind. Gut, anfangs 2005 waren die tatsächlich auch ausgerichtet an den Unternehmer, schrägstrich gerade mal noch so an die Führungskraft, damit diese Personen einfach Tipps bekommen, wo sie selber ihren Fokus hinlenken, was sie an ihren Mitarbeitern wahrnehmen, welche Unterstützung sie geben können. Wenn du meine Tipps, meine Videos verfolgst, kennst du ja auch ein Stück meine Entwicklung und meine Entwicklung im Sinne der Klarheit fließt immer in alles ein, was ich veröffentliche, egal ob jetzt schriftlich oder als Video, weil Guide sein, Guiding bedeutet ja, dass ich ein Stück schon mal vorausgegangen bin und dann die Essenz dessen, was funktioniert, genauso wie auch was nicht funktioniert, gerne weitergebe, weil ich denke, man muss ja nicht jeden Fehler selber machen, man kann ja auch einfach mal von anderen lernen. So, warum sage ich dir das? Immer noch mit dem Punkt, die Tipps sind eher für Unternehmer, / Führungskräfte. Und das sind zwei Worte drin. Unternehmer kommt ja vom Verb unternehmen und Führungskraft, na genau genommen ist da ja sogar noch mehr drin, Führung. Ich habe hier wirklich die Herausforderung, wenn man Tipps liest, wie geht man am Telefon mit den Kunden um? Ist es jetzt wirklich nur ein Tipp? Und es ist jetzt einer aus 185, beziehungsweise aktuell online 190. Ist es jetzt wirklich nur ein Tipp für eine Führungskraft zum Beobachten, wie der Mensch Mitarbeiter zum Mensch Kunden ist? Oder die Philosophie lebe ich, die Lebensweise, ist es nicht eher immer ein Mensch? Und egal, ob dieser Mensch jetzt Unternehmer, Führungskraft, Mitarbeiter, Kunde ist, dieser Mensch wünscht sich Achtsamkeit bekommen und nehmen. Und in dem Fall am Telefon. Das heißt, auf den Punkt gebracht, alle Tipps sind für jeden Menschen 24 Stunden am Tag 7-mal in der Woche. Denn aus meiner Sicht, und das kann man sich ja einfach mal so auf den Trommelfell zergehen lassen. Wer ist denn Unternehmer? Du, ob du jetzt selbstständig, angestellt, arbeitslos, was auch immer bist, das ist doch vollkommen gleichgültig, im Sinne von gleich ist gleichgültig, gleichwertig. Das ist nicht das eine besser, schlechter, gut, böse. Egal, was in deiner Funktion als Arbeit steht, das ist doch nur ein Aspekt in deinem Leben, bist doch du immer, immer der Unternehmer deines Lebens. Du bist doch der Handelnde, du bist doch der, der aus meiner Sicht dieses wundervolle Geschenk Selbstverantwortung hat
um handeln zu dürfen. Ja, ich weiß, Selbstverantwortung wird nicht immer von allen als Geschenk wahrgenommen, weil wir eher auch gelernt haben, da steckt dann die Schuldfrage drin, weil wenn ich es verkackt habe, dann kriege ich eins aufs Dach. Im Guiding, ich habe letztens wieder eine Kundin gehabt, die sagt, ich weiß, ich muss was machen, ich weiß, du bist der Einzige, der mir helfen kann, aber ich habe schon Angst, dass da ganz viel rauskommt und dass die Veränderungen ganz groß werden, um danach genau das zu bestätigen, was ich ihr davor gesagt habe. Es wird so leicht sein, es wird sich anfühlen, als würden sich einfach nur zwei gute Bekannte, zwei Freunde unterhalten und du wirst einfach Einsichten haben, in deinem Unterbewusstsein werden Dinge verschoben und geklärt und du bist in deiner Klarheit. Es tut nicht weh, sich zu verändern, zumindest nicht, wenn ich jemanden begleiten darf. Und sollte deine Sorge sein, ja, Unternehmer meines Lebens sein, klingt ja ganz klasse, Leerzeichen, 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 Komma, aber dieses Geschenk Selbstverantwortung erlebe ich ja gar nicht so als Selbstverantwortung. Dann möchte ich dir in diesem Video den zweiten als Impuls geben. Es ist etwas sehr Schönes, wenn man sich öffnet zu sagen, stimmt, es geht beim Thema Selbstverantwortung gar nicht um die Schuldfrage, sondern es geht darum, dass ich mein Leben in die Hände nehmen kann. Ich darf entscheiden, wo ich Ja sage und wo ich Nein sage. Habe ich auch gerade eine Kundin, die sagt, ich traue mich einfach nicht Nein zu sagen, weil vielleicht verletze ich jemanden. Du, ich könnte darüber noch 5 andere Videos machen. Ich möchte dieses klar und knapp halten, bezogen auf, wer alles ist Unternehmer. Und Unternehmer ist nicht jemand, der selbstständig ist und eine Firma hat. Unternehmer ist jeder, du auch. Und ich möchte dich gerne dazu einladen, dass du es als Geschenk Nummer 1 siehst, in deinem Leben der Aktive, der Handelnde zu sein. Und dass du so, du magst, auch als Geschenk 2 siehst, dass diese Form der Selbstverantwortung wirklich was ganz Tolles ist. Und bleib bei allen Impulsen, die das Leben gerade so sendet, per Video oder im Internet oder du bist auf der Straße und die Leute um dich rum, vor dir, hinter dir, sagen auf einmal so zusammenhanglos irgendwas, was genau in dieses Thema gerade reinpasst. Ich stelle immer wieder fest, wenn man gerade ein Lebensthema hat, passieren außen drumherum ganz fantastische, viele Zeichen, die einem auch den Weg zeigen. Und ich hoffe, ich durfte dich auf dem Lebensweg bei den ersten Schritten in die richtige Richtung zur Klarheit auch dahin begleiten, dass du sagst, diese Tipps können gut sein. Ich bin der Unternehmer meines Lebens und ich liebe die Selbstverantwortung, die ich damit habe. Ich wünsche dir mit diesen Geschenken nicht nur beim Auspacken, sondern auch beim Handeln total viel Spaß und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Tschüss.